Der Westblick lädt zum Streitgespräch. Das machen wir bis zur Landtagswahl mehrere Male, um Ihnen was an die Hand zu geben für Ihre Wahlentscheidung. Heute geht es um die Innenpolitik und dafür nehmen wir uns eine Viertelstunde Zeit. Eingeladen haben wir CDU und AfD und die Protagonisten helfen mir dabei, sich vorzustellen. Markus Wagner von der AfD. Wie alt sind Sie? 57. Und woher kommen Sie? Aus Bad Oeynhausen. Und seit wann sind Sie im Landtag? Seit 2017. Und der Job in der Fraktion? Ich bin Fraktionsvorsitzender. Danke. Und dann ist Gregor Golland bei uns im Westblick von der CDU. Wie alt sind Sie? 47. Und woher sind Sie? Aus Brühl. Und seit wann im Landtag? Seit 2010. Und Ihr Job in der Fraktion? Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Bereiche Inneres, Justiz, Integration und Sport. Dankeschön. Und nochmal an Sie beide. Was trifft auf Sie am stärksten zu? Drei Adjektive zur Auswahl. Angriffslustig, stur oder kompromissbereit, Herr Wagner? Ich würde mich auf gar keins festlegen. Ich bin angriffslustig, ich kann aber auch kompromissbereit sein. Okay. Und Herr Golland? Ich bin kompromissbereit. Ich glaube, das ist wichtig in der Politik. Aber ich weiß auch, was ich will und weiß, wie ich meine Position vertrete und die der Christlich-Demokratischen Union. Ich habe mal über Sie gelesen, Sie gelten als das konservative Feigenblatt in der Fraktion. War das eine richtige Zuschreibung? Also als Feigenblatt fühle ich mich nicht. Ich bin durchaus ein moderner Konservativer. Ich stehe für die Werte der CDU ein. Und das tue ich auch in Zukunft. Und ich glaube, das brauchen wir auch, wenn man für Recht und Ordnung eintritt in diesem Land. Dann nehme ich das Attribut konservativ gerne für mich in Anspruch. Aber ich mache Politik für alle Menschen in diesem Land. Wollen wir mal einen Rückblick wagen auf die ausgehende Legislaturperiode in Sachen Innenpolitik. Fangen wir mit der Regierungspartei der CDU mal an, Herr Wagner. Herr Golland, seit 2017, sagt die CDU, haben wir Maßstäbe gesetzt. Durchs Versammlungsgesetz, das Polizeigesetz, Polizeiausstattung, Clankriminalität. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus? Ja, wir haben die sicherheitspolitische Wende eingeleitet. Sie müssen sich vorstellen, nach 7 Jahre Rot-Grün unter Innenminister Jäger, nach dem Gau der Kölner Silvesternacht, nach verheerenden Zahlen bei Wohnungseinbrüchen, bei ausufernder Clankriminalität, Tumultdelikten, Respektlosigkeiten gegenüber der Polizei, aber auch dem Rechtsstaat allgemein, haben wir die sicherheitspolitische Wende eingeleitet. Und die hat Herbert Reul in einem hervorragenden Maße für die Bevölkerung spür- und sichtbar umgesetzt. Und die Zahlen sprechen für sich. Die Aufklärungsquote ist deutlich gestiegen, die Anzahl der Straftaten zurückgegangen. Nordrhein-Westfalen ist so sicher wie seit 35 Jahren nicht mehr. Und wir haben wieder die Hoheit auf der Straße zurück. Wir bekämpfen die Clans mit Nulltoleranz und Konsequenz. Und das hat es vorher in Nordrhein-Westfalen noch nicht gegeben. Und das werden wir auch so weiter in Zukunft fortführen. Wobei der Rückgang der Delikte ja nicht unbedingt nur auf schwarz-gelbes Bemühen zurückzuführen ist, sondern auch auf die Pandemie, oder? Sicherlich hat Corona eine Rolle gespielt. Klar war weniger los auf den Straßen, auch deswegen weniger Raubüberfälle. Aber unsere Null-Toleranz-Strategie, unser konsequentes Einschreiten hat sicherlich zu einem verbesserten Sicherheitsgefühl, aber auch zu einer objektiv besseren Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen geführt. Es gibt nachweisbar weniger Tumultdelikte im Bereich der Clankriminalität. Hier hat die Strategie der 1000 Nadelstiche gewirkt. Die Clans respektieren inzwischen die Polizei wieder, weil sie wissen, sie geraten massiv unter Druck. Wir nehmen ihnen das Geld weg, wir nehmen ihnen die Autos weg und wir machen ihnen die Shisha-Bars zu. Ja, null Toleranz, da geht Herr Wagner, glaube ich, mit. Aber er sieht, glaube ich, wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel Toleranz, oder? Wie fällt Ihre Bilanz aus? Nein, wir haben, wenn wir gerade über Clans sprechen, die Politik der 1000 Nadelstiche, das ist gut. Die müssen halt angefasst werden, gar keine Frage. Und dass das besser ist als unter Rot-Grün, das ist auch klar. Jetzt würde ich aber mal behaupten, so schwierig ist das nicht. Aber eine ganzheitliche Politik der Bekämpfung der Clankriminalität ist das eben nicht. Denn grundsätzlich ist hier ein Problem. Nämlich, sie versäumen es, den Zufluss einzudämmen und den Abfluss zu erhöhen. Ich habe mehrfach die Landesregierung gefragt, wie viele Clankriminelle denn nun abgeschoben worden sind. Was für ein Abfluss, meinen Sie? Was für ein Abfluss? Abschieben. Abschieben. Okay. Wie viele Clankriminelle denn nun abgeschoben worden sind? Die Landesregierung konnte mir darauf trotz mehrfacher Nachfrage keine Antwort geben. Meine Vermutung ist, dass die Zahl beinahe null liegt. Gleichzeitig kommen Angehörige der alten und vor allen Dingen auch der neuen Clans über die ungeschützten Grenzen nach Nordrhein-Westfalen. So wird diese Arbeit der Polizei zur Sisyphus-Arbeit und letzten Endes nicht erfolgreich sein können. Kann man das so sagen, Herr Gollert, gleich null? Dem muss ich natürlich widersprechen. Zum einen liegen Zahlen vor, zum anderen haben wir Höchststände bei den Abschiebungen, so viele, wie wir noch nie zuvor gehabt haben. Das gehört zur Wahrheit. Während Rot-Grün dort sehr gezögert hat, haben wir konsequent auch abgeschoben, auch unter Flüchtlingsminister Joachim Stamm von der FDP.
Und wir haben einige Gefährder zurückgebracht in ihre Heimatländer und wir werden das auch weiterhin versuchen. Aber wir sind ein Rechtsstaat, es ist nicht so einfach und zur Wahrheit gehört auch, dass einige der Clanangehörigen staatenlos sind, ungeklärte Identitäten haben oder aber inzwischen einen deutschen Pass. Und dann muss man sie hier in Deutschland bestrafen und entsprechend ins Gefängnis bringen. Und das tun wir. Tun Sie das? Nein, das sehe ich nicht so. Ganz im Gegenteil, was haben wir denn an Abschiebungen insgesamt 2021, 2903 Rückführungen, das sind etwa 4% der Ausreisepflichtigen. Bei den Gefährdern beispielsweise haben wir auch ungefähr 4%, das sind nämlich 15 Gefährder, die abgeschoben worden sind. Und wenn Sie jetzt sagen, das sind die meisten Abschiebungen in ganz Deutschland, die wir hier in Nordrhein-Westfalen vorgenommen haben, das ist jetzt nicht so, dass das ein Wahnsinnserfolg für Nordrhein-Westfalen wäre, sondern das zeigt das Abschiebeversagen in Deutschland insgesamt, das hier stattfindet. Von daher kann ich nicht erkennen, wo da der große Erfolg sein soll. Und wenn Sie sagen, es liegen Zahlen vor. Also ich habe mehrfach den Innenminister gefragt, der konnte mir keine Zahl nennen. Ich habe im Plenum Herrn Stamp gefragt, der konnte mir keine Zahl von abgeschobenen Clan-Kriminellen nennen. Wollte nicht, konnte nicht, keine Ahnung. Und Sie sind vorhin darauf eingegangen, die Zahl der Wohnungseinbrüche sei zurückgegangen. Das hat Herr Reul im Innenausschuss auch erklärt und gesagt, die Schließung der Balkanroute habe dazu beigetragen. Da möchte ich an diesem Dank auch Herrn Orban mal dafür danken, dass die Wohnungseinbrüche bei uns in Deutschland zurückgegangen sind. Möchten Sie darauf erwidern? Also ich schließe mich da nicht an. Es ist nicht Aufgabe von Nordrhein-Westfalen, die Grenzen zu sichern, sondern das ist Aufgabe der Bundespolizei. Da müssen wir einfach unterscheiden. Klar ist, ich bin für eine Registrierung der Menschen, die zu uns kommen. Und ich bin vor allen Dingen für eine großzügige Aufnahme derer, die unseren Schutz bedürfen. Zum Beispiel der Frauen und Kinder aus der Ukraine. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, Herr Wagner, dass die AfD immer wieder versucht, alle Flüchtlinge in einen Topf zu werfen, sie versucht zu kriminalisieren. Wir haben es hier mit Teilen von kriminellen Clans zu tun. Die müssen wir entschlossen bekämpfen. Ich sage Ihnen aber auch mal ganz klar, dass Migranten zu mir gekommen sind innerhalb der CDU und gesagt haben, Mensch, endlich tun Sie mal was dagegen, weil die uns alle mit ihrem Verhalten in den Schmutz ziehen. Und weil 99% der anderen Ausländer oder Migranten oder inzwischen auch Deutschen hier in Deutschland eben sich rechtskonform verhalten und eben nicht in einen Topf geworfen werden wollen, so wie Sie das tun. Und deswegen verwahre ich mich dagegen, auch gegen diese Pauschalierung. Ich finde das nicht in Ordnung. Wir haben hier sehr anständige Menschen, die dieses Land mit nach vorne bringen. Und die haben allen Grund, genauso zu leben wie jeder andere auch. Und wir müssen eben die, die sich hier nicht an Regeln und Gesetze halten, konsequent abschieben. Da werden wir auch weiter dran arbeiten. Apropos Konsequenz, Herr Wagner, die AfD hat Schlagzeilen gemacht, zuletzt mit einem Herrn, der Russlanddeutscher ist, AfD Krefeld, zu der auch ihr Landesvorsitzender Vincent gehört, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass noch weitere Ukrainer hier hinkommen. Die gefährden unsere Frauen, unsere Kinder. Uns Russlanddeutschen ist dabei nicht wohl. Das ist jetzt schon ein Problem, das sich auch der AfD stellt. Ne? Also das nächste muss ich hier auf Herrn Golland eingehen. Die Behauptung, wir würden alle... Aber vergessen Sie das nicht. Nein, ich vergesse das nicht. Die Behauptung, wir würden hier alle über einen Kamm scheren, das ist völliger Unsinn. Es war die CDU-Regierung Merkel, die es zugelassen hat, dass hier Zuwanderung geschieht, völlig unkontrolliert und völlig unregistriert. Und wir haben die Zahl von 12 Messerangriffen pro Tag in Nordrhein-Westfalen. Und davon sind 42,6%, ich habe die Zahl hier, bei einer Bevölkerung von 13,8% eben keine deutschen Staatsangehörigen. Und es ist genau im Sinne derjenigen, die hier rechtschaffen und rechtmäßig leben, dass wir uns derer, dieser Kriminelle annehmen und sie außer Lande schaffen. Und es ist auch in deren Interesse, im Interesse der rechtmäßig hier Lebenden, dass wir entscheiden, wer in unser Land kommt und wer nicht. Und dass die Bundespolizei die Grenzen schützt, ist das eine. Aber die Bundespolizei kann auch die Landespolizei zur Hilfe nehmen. Was nun diesen Herrn angeht, der da diese Äußerung getroffen hat, das war seine Einzelmeinung, er hat das heimlich filmen lassen und ins Netz gestellt. Mhm. Und letztlich geht es darum, dass er jetzt Parteiordnungsmaßnahmen halten wird. Das ist das eine. Und es ist natürlich so... Was wird dieses Verfahren für ein Ziel haben? Einen Ordnungsruf oder einen Ausschluss? Ja, das wird sich zeigen. Er hat die Parteischiedsgerichtsbarkeit zu entscheiden. Wichtig ist, wir reden mit allen.
Wir haben an diesem Tag mit Russischstämmigen, mit Ukrainischstämmigen, mit Russlanddeutschen, mit Ukrainischdeutschen gesprochen an einem Tisch. Und einer hat das zum Vorwand genommen, dieses Theater zu veranstalten, was er veranstaltet hat. Entscheidend ist doch was ganz anderes. Wir laufen jetzt schon wieder in die gleiche Situation hinein wie 2015. Die Bundesinnenministerin weigert sich zu registrieren. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele kommen. Wir wissen auch nicht, wie viele Trittbrettfahrer durch die Ukraine-Krise hier einreisen. Das führt zu einer Gefährdung der inneren Sicherheit in Deutschland und im ganzen Schengen-Raum. Und ich glaube, da sind wir uns doch wohl einig mittlerweile, Herr Golland, nach dem, was 2015 geschehen ist, dass das nicht gehen kann, sondern dass da dringend entgegengesteuert werden muss und dass natürlich registriert werden muss an den Grenzen, dass wir natürlich entscheiden müssen, als souveränes Land, wen lassen wir rein und wen nicht. So, jetzt wollen wir mal dieses Stichwort Einigkeit aufnehmen und auch mal in die Zukunft schauen. Ich habe mir Ihre Landtagswahlprogramme angesehen im Bereich Inneres und ich muss sagen, also so groß sind die Unterschiede ja eigentlich nicht, ne? Könnte man auch so weit gehen zu sagen, sie verbindet so einiges, die AfD und die CDU? Also uns verbindet nichts, außer dass die AfD möglicherweise unser erfolgreiches Wahlprogramm abgeschrieben hat. Wir können uns ja nicht dagegen wehren, wenn andere das gut finden, was wir tun, aber das möchte ich direkt hier von mir weisen. Es gibt keine Kooperation, keine Zusammenarbeit, kein irgendwas, was uns politisch miteinander verbindet oder verbinden wird in Zukunft. Und das schließe ich absolut in jeder Hinsicht aus. Ich werbe stattdessen für unser Wahlprogramm. Wir wollen weitermachen. Wir wollen weiter an dem Null-Toleranz-Kurs festhalten. Wir wollen 3000 Polizeibeamte in Zukunft einstellen, so viel wie noch nie zuvor. Wir wollen die Ausstattung der Polizei weiter verbessern. Wir sind ja schon dabei. Wir haben Bodycams dazu angeschafft. Wir haben Schutzwesten, Schutzhelme, Taser. Das wollen wir flächendeckend in Nordrhein-Westfalen einführen. Wir wollen aber auch im Bereich künstlicher Intelligenz, um gegen Kindesmissbrauch vorzugehen, ein ganz, ganz schreckliches Feld, wo wir durch Lüchte ja aufgewacht sind und auch viel getan haben, aber wo noch viel mehr getan werden muss, um Kinder zu retten aus den Fängen dieser perversen Täter. Da müssen wir viel Geld investieren, auch viele Menschen einstellen, auch von außerhalb, IT-Spezialisten. Das wollen wir fortsetzen und ja, wer die CDU wählt, kann sich darauf verlassen, dass innere Sicherheit ganz hohe Priorität haben wird. Und wie hoch sind die Überschneidungen aus Ihrer Sicht, Herr Wagner? Wir haben also zunächst mal Lüchte, weil Sie das gerade angeschnitten haben. Ich stand dreimal vorm Landtag und habe einen Untersuchungsausschuss zu Lüchte gefordert. Wir haben den Antrag dazu dreimal eingereicht. Er wurde dreimal von Ihnen abgelehnt. Wertvolle Zeit ist verstrichen durch Ihre Ablehnung, bis Sie dann im vierten Anlauf einem Antrag von SPD und Grünen zugestimmt haben. Monate sind vergangen und wir haben in Lüchte, ich gehöre dem Untersuchungsausschuss an, feststellen müssen, dass diese Zeit uns nämlich gewaltig gefehlt hat, weil es ungeheuer lange gedauert hat, bis wir überhaupt die notwendigen Akten bekommen haben. Und was Wahlprogramme angeht, also wir sind es doch, die Zulagen gefordert haben, Erschwerniszulagen für die Beamten, die besonders in schwierigen Ermittlungskommissionen sind. Wir haben Sonderzulagen für IT-Mitarbeiter gefordert. Wenn Sie von künstlicher Intelligenz sprechen, wir brauchen IT-Leute. Die kriegt man aber nicht mal einfach eben so. Wir sind da in Konkurrenz mit einem starken Markt. Wir haben diese Sonderzulagen gefordert. Sie haben sie abgelehnt. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir da irgendwas abgeschrieben haben, sondern ich glaube, dass Sie etwas von uns abschreiben könnten. Das werden wir nicht tun. Das habe ich befürchtet. Aber es liest sich schon stellenweise ein bisschen ähnlich. Ich habe ein bisschen rechnen können, soweit ging es gerade noch. Sie wollen in der nächsten Legislaturperiode als CDU, wenn Sie weiter regieren können, also 5.000 weitere Polizeibeamte einstellen. Der AfD wäre es lieb, bis 2032 10.000 weitere Polizeibeamte einzustellen. Nach Adam Riese sind das ja pro Legislaturperiode 5.000. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, ohne Ihnen zu viel näher andichten zu wollen. Aber insofern, da unterscheiden Sie sich nicht groß. Doch. Da unterscheiden wir uns natürlich schon, weil hier gibt es eine Grundlage. In Bayern haben wir 303 Polizeibeamte pro 100.000 Einwohner. In Nordrhein-Westfalen sind es 282. Und eigentlich müssten es in Nordrhein-Westfalen mehr sein als in Bayern, weil wir hier die großen Ballungsräume haben, im Gegensatz zu Bayern. Und ich sehe nicht ein, warum ein Bürger in Aschaffenburg oder in München durch Polizeibeamte besser geschützt sein sollte als in Düsseldorf oder in Köln. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass wir die Anzahl der Polizeibeamten in einem ersten Schritt auf 50.000 erhöhen müssen. Die Zielrichtung, die Zielgröße ist 60.000. Also wir haben die Trendwende Personal eingeleitet. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Man muss das auch bezahlen. Hier hat Rot-Grün jahrelang
fast nichts getan. Wir waren 39 Jahre rot-rot-grün regiert und da ist die Polizei, da sind die Sicherheitsbehörden massiv vernachlässigt worden. Das holt man nicht mal eben auf. Man muss auch die Menschen ausbilden für ihre Aufgaben. Wir werden aber zu den 3000 Polizeibeamten, die wir planen einzustellen, auch weiter Zivilbeschäftigte einstellen. Zum Beispiel eben IT-Experten, die uns helfen. Und zur Entlastung der Uniformierten, damit die auf die Straße kommen für die Ermittlungsarbeit und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Gut. Die müssen es aber erstmal anständig bezahlen, wenn sie sie kriegen wollen. Im Übrigen, Herr Golland, das Sparen bei der Polizei, das fing unter der Regierung Rüttgers an. Und das war eine schwarz-gelbe Regierung. Das will ich jetzt nur mal der Richtigkeit halber hier darstellen. Also nicht alles hat Rot-Grün verbockt. Die haben eine Menge verbockt, das ist mir schon klar. Aber angefangen bei der Polizei zu sparen hat Schwarz-Gelb unter Rüttgers. Also angefangen hat es unter Peer Steinbrück 2000. Das waren die Pläne. Jürgen Rüttgers hat das dann übernommen, hat aber dann schon angefangen, mehr einzustellen. Und wir haben es jetzt seit 2017 ganz massiv gemacht. Es hilft auch nichts, jetzt zurückzublicken, sondern wir wollen nach vorne schauen. Dafür wählen uns die Menschen und dafür vertrauen sie uns. Und ich glaube, wir sind, was die Sicherheitspolitik angeht, in Nordrhein-Westfalen mit unserem Innenminister Herbert Reul auf einem guten Weg. Das nähert sich schon einem Schlusswort. Wir sind jetzt schon bei den 15 Minuten. Wir haben hier wegen Corona das Fenster auf und jetzt ist doch der Hund dazwischen gekommen, der hier draußen bellt. Eine Frage zum Schluss, Herr Wagner. Ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, also wartet mal ab. Wir werden uns häuten als AfD. Die Grünen haben auch 10 Jahre gebraucht und wir werden irgendwann in Richtung Koalitionsfähigkeit auch unterwegs sein. Jetzt sind sie den Flügel losgeworden formal, sind aber auch den eher moderaten Jörg Meuthen losgeworden. Ist dieser Häutungsprozess eigentlich abgeschlossen in der AfD? Die AfD ist 9 Jahre alt. Sie befindet sich quasi im Grundschulalter, wenn Sie so wollen. Das ist ein Prozess, der wird sich sicherlich noch ein bisschen hinziehen, aber er wird irgendwann erfolgreich abgeschlossen sein. Und ich sage Ihnen eines. Die heilige Vierfaltigkeit aus CDU, SPD, FDP und Grünen hat ein so großes Vakuum hinterlassen im Bereich des Konservatismus, auch im Bereich der demokratischen Rechten in Deutschland. Den werden wir füllen. Und das wird eine Frage der Zeit sein, bis wir das auch im Westen richtig erfolgreich tun. Ihre Einschätzung dazu, Herr Gollert? Also die CDU gibt es zum Glück seit über 70 Jahren. Und immer wenn die CDU in Deutschland regiert hat, dann ging es den Menschen und dem Land gut. Das werden wir auch in Zukunft den Wählerinnen und Wählern versprechen. Fallen Sie nicht auf Populisten herein, wählen Sie wertegebundene Mitte. Das ist die Christlich-Demokratische Union und daran kann ich nur appellieren. In 3,5 Wochen oder etwas mehr, 3 Wochen und 5 Tagen ist Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen. Sie haben zugehört einer Debatte unter Markus Wagner, dem Fraktionschef der AfD im Landtag, und Gregor Gollert, dem Innenexperten der CDU-Landtagsfraktion. Frische Umfrageergebnisse noch, die CDU so ungefähr um 30%, die AfD so ungefähr um 7%. Also Sie beide werden sich vielleicht wieder treffen. In welcher Funktion werden wir dann sehen? Erstmal schönen Dank für Ihren Besuch hier beim Westblick auf WDR 5. Gerne. Tschüss.